Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Tell Me Why, Kapitel 3. Wir haben ja in der letzten Folge ziemlich viel erfahren über unsere Mutter. Zum Beispiel, dass unsere Mutter vor uns schon einen Sohn hatte, der verstorben ist. Und wir wissen jetzt, wo er begraben liegt und... Hey, now that we're done with the important stuff, maybe we can take a crack at these. The very old beaver's repair list. That's the story where the princess's house gets damaged by a storm and the animals help her fix it. Yeah. What did they do to fix it again? Wo sie die Biberdame mit dem Reparieren, das war das, ne? Einst hast du das Haus von einem besonders mächtigen Sturm heimgesucht. Ich muss das mal eben kurz überfliegen, so ein bisschen. Dachte jetzt. Ich muss das mal eben überfliegen. Das, ne? Ich muss das mal für mich einmal so lesen, dann ist wieder alles gut. So. Dach haben sie auf jeden Fall gemacht. She fixed the roof shingles. Genau, das war. Dann war das da mit dem Pfosten. She slapped the post with her tail to write it. Genau. Das weiß ich noch. Und dann hatten sie noch die Wände gemacht. She fixed the planks that... All right. Wir haben was. Damn. That must have been rough on Eddie. Yeah, he doesn't really like to talk about her. So, liebe Mary Ann, du hältst dir jedes Mal die Ohren zu, wenn ich diese Unterhaltung mit dir führen möchte. Also dachte ich, dass ich mit einem Brief bessere Chancen habe. Ich weiß, dass du keine Abschiede magst. Darum halte ich meine melancholischen Ausschweifungen kurz und bündig. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du dich in den letzten Monaten um mich gekümmert hast. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie anstrengend es für dich gewesen sein muss, dich um eine kranke alte Frau zu kümmern, wenn du gleichzeitig zwei Kleinkinder zu Hause hast. Ich weiß, du wünschst dir, dass ich diese Krankheit weiter bekämpfe und auf Genesung... hoffe aber, es war schon immer eine meiner Stärken zu wissen, wann es Zeit ist, loszulassen. Und diese Zeit ist nun gekommen. Ich möchte dich um einen letzten Gefallen bitten. Kümmerst du dich bitte um Eddie, wenn ich fort bin? Mein armer Junge mag sich stoisch, mein Gott, geben. Aber ich weiß, dass er leidet. Ich wäre so viel beruhigter, wenn ich wüsste, dass er noch eine Familie hat. Vielleicht könnte er den Kindern beibringen, zu angeln. Er verbringt so gerne Zeit mit ihnen. Danke für deine Herzlichkeit und den Frieden, den du in mein Leben gebracht hast. Gib den Kleinen ein Küsschen von mir, Carol. Das war, glaube ich, die Mutter vom Eddie. So, wir haben ja hier noch die optionale Rätsel so gesehen. The old bear's gifts for the princess. Genau, das war das. I'm totally blanking on that story. What did he give her again? Why don't we open up the book and check? Ich verstehe das nicht mit dem Reden. So, da, genau, das war das. Einmal kurz durchlesen. Entschuldigung, ich habe gegähnt, es tut mir leid, oh mein Gott, ach mein Gott, ich bin immer noch Lachsglockenblume. Und Beeren müssen das gewesen sein. Lachs? Fresh caught salmon? Wo kriege ich denn die Glockenblumen her? A newly bloomed bluebell? Hasenglöckchen? Und Beeren? Some roses, maybe? Nein, die Maybe not.
Beeren. A handful of ripe berries? Ja. Nice. Yes. Man, he had it bad. Just couldn't let go. Tut mir leid, dass ich dir einen Zettel unter die Tür schiebe, als säßest du im Gefängnis. Geht's dir gut? Ich war diese Woche kurz da und hab ein paar Mal geklingelt, aber du hast nicht reagiert. Ich konnte das Licht auf dem Speicher sehen, also dachte ich, dass du da bist, aber nicht reden willst. Ich hoffe, ich habe nichts versaut. Ich habe mir da wahrscheinlich ziemlich viel rausgenommen, aber die Sache ist die, ich habe einfach keine Ahnung, wie ich mit einer Frau wie dir reden soll. Du bist stark und gutherzig und du weißt so unheimlich viel, dass ich kaum hinterherkomme. Ich glaube, das ist alles in mir zu Kopf gestiegen. Aber ich wollte dir sagen, dass ich dich verstanden habe. Ich werde mich dir nicht mehr aufdrängen und es braucht sich niemand schlecht dafür zu fühlen. Wir können uns auf der Straße begrüßen oder nicht, das ist in Ordnung. Ich glaube, der ist von Sam, der Brief. PS, ich habe gemerkt, dass dein Auto ein Leck hat, also habe ich es mit etwas Dichtungsmittel geflickt. Du solltest es aber vielleicht trotzdem in die Werkstatt bringen. Sag Bescheid, wenn du möchtest, dass ich mitkomme, weil die Typen ab und zu versuchen, einen abzuzocken. Wenn nicht, kein Problem. Sam, sag ich doch, Sam. Mein Ding ist knatscht so, ey. So. Das hatten wir ja schon. Machen wir mal die guten Taten. Crafty Goblin's Loot. That's from the Princess and the Two Thieves. I drew the original. And I distinctly remember drawing that cake. Which is arguably the best part of that illustration. All right, Picasso. And you probably remember what the goblins stole in that story, huh? Dann gucken wir mal. Okay. Ja, überfliegen kann ich. Hier eins kann dann überfliegen. Eier, Obst und einen Löffel. So. Eier. I'm pretty sure they stole some eggs. Obst. Maybe they took some of the princess's fruit. Und einen Löffel. What if they took some spoons? Puh, und eine Mücke. Eine scheiß Mücke ist hier drinne. I always wondered where that drawing went. She said it was her favorite and then one day it just disappeared. Du bist die beste Mama auf der ganzen Welt, die schönste Prinzessin. Oh. Für eines ihrer Geschenke, also ihrer Schätze. The crafty goblins' good deeds. Of course, the goblins had to help out the creatures of the forest to pay off their debt to the pelican. Well, what did they do? You know, I don't really remember. Ja, das hatte ich auch hier gelesen gehabt, da. Das war doch mit, ich müsste meinen, noch, das hatte ich letztens noch gelesen, Bär war das, Elch und Prinzessin müssten wir, Elch, genau. Das Prinzessin, ja, okay. Also, den, wo war ich jetzt gerade? Den Bären? Den haben sie ja. Genau. He broke open the beehive for the bear. Den Elch? They gave the stalwart moose a good scratch on the back. Und die Prinzessin. They hugged the princess when she was crying. Und nailed ja. It. Our lives would have been so different if their friendship hadn't gone to shit. Das Pelican Crossing ist eine hochwertige Geschenkboutique nahe des Ocean Gletschers, die sich sowohl als Touristenkanals als auch an Einwohner von Davis Crossing durch unsere hochrangige Produkte das Geschäft zwischen lebhaft Kunst, Businesspreis darauf ausgeht, finanziell Müll 20.000. Ihr arbeitet an der Zusammenfassung unseres Business. Was hältst du davon, Tessa? Aha, Mary Ann, Nachwuchskünstlerin Mary Ann Ronan erfreuen können. Mitinhaberin des Veggie-Ladens und der Nachwuchs Tessa Veggie. Aha, Finanzmittel in Höhe der Deckungs, okay. Ja gut, wir haben jetzt hier, jetzt haben wir aber alles. Alles. Da fehlt eine Figur, was mich ziemlich ärgert, aber naja. You really wanna go? You sure we've seen everything?
Tja, wir können auch weitersuchen, aber ich meine, ich habe alles gesehen. I guess we could stay a little longer if you think there's more to find. Wir haben das Rätsel fertig, wir haben das Rätsel, wir haben das Rätsel, wir haben, ja gut, hier die Figuren draufgesetzt, wir haben das gesehen. I wish you just explained all this to us. Das Rätsel haben wir, das Rätsel, ja, wir haben alles gesehen. Das Einzige, was mir fehlt, ist halt noch eine Figur, aber die habe ich halt nicht. Solange ich die nicht habe, ne, kann ich machen, was ich will. Gut, wir gehen. You really wanna go? You sure we've seen everything? Yep, lass uns gehen. Either way, I'm ready for this to be over. Me too. Wir haben ja im Prinzip auch alles gesehen. Wir wissen ja alles, was wir hätten, was wir wissen müssen. So, da wir aber jetzt gerade so weit sind. Das mit der Maus? Okay, ich lese mal eben. Ich weiß nicht, soll ich mich eben beeilen und zwei Geschichten vorlesen und dann noch eine Geschichte? Dann haben wir alles, ne? Okay, die Kobolde tricksen den Bisam aus. Es war einmal in einem tiefen uralten Wald ein Bisam. Der Bisam war ziemlich feige und auch ziemlich faul. Er lag die meiste Zeit in der Sonne und putzte seinen Pelz, bis dieser schön glänzte. Eines Tages sah der Bisam, wie die listigen Kobolde auf seinen Lieblingsstein Burgkönig spielten, aber er traute sich nicht, sie zur Rede zu stellen. Stattdessen warf er aus einiger Entfernung einen Stein auf ein Hornissennest, das über ihn hing. Die Koboldin sah ihn dabei, aber bevor sie irgendetwas tun konnte, kamen die wütenden Hornissen aus ihrem Nest geflogen und stachen und vertrieben die Kobolde. Jetzt war der Stein wieder frei und der Bisam nahm seinen Platz darauf ein. Als die Kobolde zurückkehrten, fragten sie den Bisam, warum hast du das getan? Ich weiß nicht, wovon ihr redet, sagte dieser und drehte sich weg. Ich lese übrigens mit Absicht so schnell vor, damit wir noch genug Spielzeit haben, ne? Wenn euch das halt stört mit dem Vorlesen, dann müsst ihr halt Pause machen und selber lesen. Oder halt weiterspulen. Die Kobolde wussten, dass dem Bisam sein Pelz das Allerwichtigste war, also fassten sie einen Plan, um ihm eine Lektion zu erteilen. Der Bisam sonnte sich gerade, als er die Kobolde vorbeistolzieren sah, und ihre Haut schimmerte wie Gold. Kobolde, rief der Bisam, warum schimmert eure Haut so schön? Als uns die Hornisse angegriffen haben, sind wir bis an ein Becken beim Gletscher gelaufen. Wir sind reingesprungen und so wieder rausgekommen. Zeigt ihr mir dieses Becken? Fragte der Bisam. Die listigen Kobolde führten ihn zu einem Becken, das der Bisam misstrauisch beäugte. Das sieht wie ein gewöhnliches Becken aus, sagte er. Die Kobolde kicherten und zuckten mit den Schultern. Du musst ja nicht reinspringen, wenn du nicht willst, aber was hast du zu verlieren? Wenn es klappt, bist du das schönste Wesen im ganzen Wald. Und beim Gedanken an einen goldenen, schimmernden Pelz sprang der Bisam in das Becken. Als der Bisam wieder herauskam, stellte er enttäuscht fest, dass sich nichts geändert hatte. Hm, sagt der Kobold, vielleicht musst du dich vorher vor einen Hornissen stechen lassen, so wie wir. Der Bisam zögerte, schließlich war ein Hornissenstich schmerzhaft. Daraufhin fügte der Kobold hinzu, wenn es funktioniert, wirst du das schönste Wesen im ganzen Wald sein. Der Bisam beschloss, dass es einen Versuch wert war. Er ging zurück zum Hornissennest und warf einen Stein dagegen. Die Hornissen schossen heraus und waren diesmal sogar noch wütender. Sie jagten den Bisam und stachen ihn mehrmals, bevor ihnen das vermeintlich magische Becken sprang. Enttäuscht musste der Bisam feststellen, dass sich wieder nichts geändert hatte. Ich frage mich, ob der Zauber nur bei uns wirkt, sagte der eine Kobold. Soll ich einmal mit deinem Pelz hineinspringen? Der Bisam zögerte. Wenn es klappt, bist du das schönste Wesen im ganzen Wald. Bei der Vorstellung, wie wunderschön sein Pelz glänzen würde, erklärte der Bisam sich einverstanden. Er zog seinen Pelz aus und reichte ihn den Kobolden. Ohne den Pelz war der Bisam ganz blass und mit geschwollenen Hornissenstechen bedeckt. Aber statt mit dem Pelz in das Becken zu springen, lief der Kobold lachend damit davon. Der andere Kobold schubste den Bisam ins eiskalte Wasser. Dabei spritzte das Wasser auf dem Kobold und spülte das Gold ab, sodass der Bisam sah, dass es nur aufgemalt war. Der Bisam weinte so jämmerlich, dass der Eiskönig aufwachte und in den Wald hinabstieg, um zu sehen, was passiert war. Als der Eiskönig den Bisam erblickte, musste er lachen, was den Bisam nur noch mehr aufwühlte. Erzählt mir, was passiert ist, sagte der Eiskönig. Nachdem der Bisam und die Kobolde die Geschichte jeweils aus ihrer Sicht geschildert hatten, dachte der Eiskönig darüber nach, was zu tun war. Es stimmt, dass der Bisam sehr eitel und selbstsüchtig ist, schloss der Eiskönig. Aber er braucht seinen Pelz, weil er ihn im Wasser und im Schnee warm hält. Der Eiskönig hatte entschieden, der Bisam sollte seinen Pelz zurückbekommen, aber er würde räudig und struppig aussehen. Seit diesem Tag trug er den Namen Räudiger Bisam und das war die Geschichte davon, wie der Bisam den Kobolden seinen Pelz überließ und seinen Namen erhielt. So, das kommt dann mit der Elch und ihr mit den Fischen. So, der Elch lehrt die Kobolde. Es waren einmal in einem tiefen, uralten Wald zwei listige Kobolde, die Hunger hatten. Das war echt ungewöhnlich, denn die Kobolde hatten
Das war nicht ungewöhnlich, denn die Kobolde hatten immer Hunger. Aber an jenem Tag hatten sie besonders großen Hunger. Sie suchten in den Vorratsschränken der klugen Prinzessin nach Essen, aber sie hatten nur ein paar Nüsse und Beeren und etwas getrockneten Fisch. Die Kobolde nahmen alles und schlangen es schnell hinunter, aber danach hatten sie immer noch Hunger. Auf der Suche nach mehr Essbarem gingen sie in den Wald hinaus. Zuerst kamen sie zu dem kleinen Teich. Die große Froschdame schlief gerade und neben dem Teich lag ein Haufen Insekten, die sie gefangen hatte und später fressen wollte. Die Kobolde schlichen sich vorsichtig heran, um die große Froschdame nicht zu erwecken. Als sie näher kam, quakte sie laut auf und sie erstarrten. Aber sie schlief weiter. Die Kobolde nahmen die Insekten und schlangen sie schnell hinunter, aber danach hatten sie immer noch Hunger. Als sie wieder in den Wald schlichen, merkten sie, dass der stattliche Elch sie beobachtete. Habt ihr der großen Froschdame etwa ihr Essen geklaut? Die Kobolde versuchten unschuldig reinzuschauen, aber es gelang ihnen nicht. Sie hat gesagt, dass wir es nehmen können, riefen sie. Ach wirklich, fragte Elch, fragen wir sie doch. Also weckte der Elch die große Froschdame und fragte, hast du den Kobolden erlaubt, deine Vorräte zu essen? Die große Froschdame schaute die Kobolde an, die, wie sie wusste, immer Hunger hatten und nickte. Ja, das habe ich. Wirklich? Fragte Elch überrascht. Na gut, sagt er. Und so musste er die Kobolde gehen lassen. Als nächstes kamen sie zum Fluss. Dort sahen sie, wie der alte Bär mit seinen großen Pfoten einen Lachs fing, der gerade den Fluss hinaussprang. Er legte ihn zum Trocknen auf einen Stein und ging in den Wald, um Beeren zu suchen. Die listigen Kobolde schlichen sich an den Stein heran, immer auf der Hut, falls der alte Bär zurückkehren würde. Am Stein angekommen, nahmen sie den Lachs und schlangen ihn schnell herunter, aber sie hatten immer noch Hunger. Als sie in den Wald zurückschlichen, wartete der stattliche Elch bereits auf sie. Wollt ihr mir etwa erzählen, dass der alte Bär gesagt hat, dass ihr den nehmen könnt? Ja, antworteten die Kobolde. In diesem Moment kam der alte Bär auf sie zu und der Elch fragte ihn, hast du den Fisch für die Kobolde liegen lassen? Der alte Bär schaute die Kobolde an, die, wie er wusste, immer Hunger hatten und nickte. Ja, habe ich, sagte er. Wirklich? Fragte der Elch. Wirklich, sagte der alte Bär. Als der Elch fort war, sagte der alte Bär zu den Kobolden, sagt der Prinzessin, dass ich nett zu euch war und klaut nie wieder meinen Fisch. Die Kobolde, die immer noch Hunger hatten, suchten nach der nächsten Mahlzeit. Sie schlichen zum Bau des räudigen Bisams und wollten gerade hineinklettern, als jemand sie rückwärts wieder herauszog. Der stattliche Elch hielt sie am Hosenboden fest, sodass sie in der Luft baumelten und sagte, der räudige Bisam würde euch bestimmt nie erlauben, seine Vorräte zu essen. In seinen Augen seid ihr schließlich schuld daran, dass sein Pelz verschandelt ist. Außerdem hat er kaum genug für sich selbst und teilt nicht gerne. Die Kobolde fingen an zu protestieren, aber der Elch schüttelte den Kopf. Er setzte die Kobolde ab und sagte, kommt mit. Die Kobolde folgten dem stattlichen Elch zu einer Stelle am Fluss, an der das Wasser so langsam floss, dass sie sicher darin stehen konnten. Der stattliche Elch gab ihnen je eine Angelschnur und sagte, ich werde euch das Fischen beibringen, damit ihr die Tiere im Wald nicht mehr bestehlen müsst. Wenn ihr Hunger habt, Fische ist harte Arbeit, aber es ist auch ehrliche Arbeit. Die listigen Kobolde hatten nichts gegen harte Arbeit. Sie hatten einfach nur Hunger, also hörten sie dem Elch zu und zogen bald zappelnde Fische aus dem Fluss. Sie aßen sie auf und waren endlich satt. Und das war die Geschichte, wie der stattliche Elch den listigen Kobolden das Fischen beibrachte. Und wir haben nur noch eine Geschichte. Oh, jetzt muss ich da erstmal ein Schlückchen trinken. So, wir gehen natürlich jetzt zu dem Baum, an dem unser Bruder Leo begraben liegt. Und das ist der. This is the spot. I can't believe he's been down there this whole time. We played Compass and North Star here. I wish she would have just told us. She tried to tell us. In her own Marianne kind of way. The stories. Yeah. What are you thinking? I don't know. I know I should feel sad or something, but I'm just kind of stunned. Poor Marianne. Come on. Let's keep going. Time for us to figure out who Marianne was arguing with on the dock. Entschuldigung. Ach, Mädchen, jetzt lass mich doch mal hier durch. Mein Gott, das dauert. Ach so, er ist ja auch sehr geschwächt, ne?
Na, hatte ich recht? Tom, ne? Der Ehemann von Tessa. Tom? Sag ich Tom doch. Tom Vecchi is our father? Hmm. Of course. It had to be him. Tessa knew, didn't she? Yeah, she must have. That's what she didn't want to tell us. God, Marianne and Tom? I know. Ugh. What should we do now? Yeah, call him out here and make him tell us what was going on. And if he won't? We know his secret. He will. Ich wusste es. Tom? It's Allison. We need to talk. We know it was you. Ich wusste es. Ich wusste es. Jetzt bin ich mal gespannt. Let me take the lead on this. I know him better. I mean, I thought I did, anyway. Sure. Whatever. As long as we get answers. Krass, ey. Einen guten Männergeschmack hatte die Mutter aber nicht. Sie hätte sich eher an Eddie ranmachen sollen, als an... als Sam an oder Tom, so, ne? Mm-hmm. Kids, listen. You're our father. Yes. You knew how bad it got out here. How little we had. Why didn't you help Marianne? You mean all the money she wanted? We didn't have anything to spare. That winter was rough on everyone. You would have starved out here if not for all the free food we gave you. Don't act like you had anything to do with that. That was all Tessa. That's a cruel presumption, young man. Maybe it was Tessa's idea initially. But I supported it. And your mother was happy to live off our handouts. Aww. You tried to burn down our barn and knocked Tyler unconscious. I never meant to hurt anybody. You weren't supposed to be home. Doesn't excuse the fact that you didn't even stop to help. What do you want me to say? I panicked. I was terrified that this whole thing was gonna blow up in my face. I had to do something. Oh, was hab ich denn jetzt hier? Achso, was sollen wir jetzt tun wegen der Scheune? Was sollen wir jetzt tun? So what do we do now? We tell him he's gotta fix the mess he made. One way or another. Du hast Marianne ertrinken lassen? You were here that night. You saw Marianne and Tyler. Why didn't you help? I know it wasn't my best moment. But she threatened my life. So you just decided to let her drown? I didn't decide anything. Everything happened so fast, I panicked. And by the time I got to town, Brown was already on his way out. There was nothing else I could do. Hm. Wegen der Scheune, wegen Marianne. Das hatten wir ja jetzt, ne? Fragen wir nochmal. Hey. You hearing me? Yep. Sorry. I'm trying really hard to keep myself from punching him in the face. Does he really expect us to believe there wasn't anything else he could have done that night? I don't know, Ellie. I'd rather not think about it. Und wegen der Scheune? He's not even the least bit sorry for what he did. He could have seriously hurt you. Yeah, he's just a fucking coward. So, du musst das wieder richten. You failed us, Tom. You need to make it right. I'll do whatever you want. As long as none of this gets out.
Excuse me? You want me to pay for my mistakes? Fine. But please, Tessa can't know. This'd kill her. Tessa already knows, Tom. No. That's impossible. It never occurred to you the reason Tessa cut Marianne off was you? But she... She never said anything. Oh, Lord. You should try talking to your wife. Maybe if you had, we wouldn't be in this situation. And maybe Marianne wouldn't be dead. Oh, come on. You of all people should appreciate how troubled Marianne was. She was unhinged. Something like this would have happened sooner or later. Du hast sie im Stich gelassen, du hast sie ausgenutzt. Ich würde sagen, er hat sie im Stich gelassen. And you just couldn't risk being there when it happened. Even though it meant leaving her to raise kids out here all by herself. None of this would have happened if you'd manned the fuck up. I didn't have a choice. I know it shouldn't have happened. But, well, your mother was a very pretty woman. And she'd been so many places and done so many things. The way I always thought I would have. I got caught up. Love made me a fool. Look, I made mistakes. But this will not go any further than the three of us. Why? We know. Tessa knows. Marianne's dead. There's no point in hiding it anymore. He's afraid it'll tank his campaign. Am I wrong? Jesus, Tom. I've kept your secret all these years. I don't want to go spilling it. But I will if I have to. What? Yeah. Your little story about self-defense. I've never told anyone how Marianne really died. Was? That night, I came out here because I was worried about your mother. Aber er ist der wilde Jäger. Mhm. Okay.
Ich muss jetzt aber leider Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.